Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir. Heute mal wieder mit Facecam. War so gewünscht. Ich weiß gar nicht, warum das immer so explizit irgendwo. Warum nicht mit Facecam? Oder wo ist die Facecam? Die ist immer da. Also das kann ich euch immer versichern. Die ist immer da. Aber ich habe da immer so ein Beutelchen rüber und dann decke ich die immer ab. Man hat ja immer Angst, dass die auch an ist, wenn sie eigentlich gar nicht an ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber egal, ich will heute ein bisschen was live mit euch machen, deswegen heißt der Titel auch live. Und ich bin heute im Clan Free-to-Play. Wir gucken uns den Tutmoses hier an. Da haben wir mehrere von, also nicht von den Tutmosesen, sondern wir haben so Ramses und so weiter. Alles so Götter. Ja, ist ja auch ein göttlicher Clan hier, der Clan Free-to-Play. Und wir greifen aber heute nur bedingt mit Drachen an. Das kann ich schon mal verraten. Also ihr braucht jetzt nicht vorspulen oder so, mit was ich angreife. Ihr werdet es ja gleich sehen. Aber den Angriff hier gucken wir uns einfach mal an. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Oh, Safe Blimp. Sieht mal so niedlich aus, ne? Safe Blimp hier mit einem, was hat er drin? Drachen? Jo, Drachen und, boah, das geht ein bisschen zu schnell. Zu schnell weg. Da waren noch ein paar Sneaky Goblins drin. Also ein paar unsichtbare Kobolde. Perfekt. Da war die Abwehr hier unten auch so ein bisschen abgelenkt erstmal von den Drachen, aber sehr nervig der Fehler. Sieht man mal wieder, ne? Die Drachen da in der Mitte, die kriegen nichts mehr so richtig hin, weil der Fehler die ganze Zeit rausbläst. Und ich kann mir vorstellen, oh, da oben geht noch ein Drache kaputt. Oh. Der Fehler hier gibt aber alles und hier unten bleibt der X-Bogen, bleibt der stehen oder nicht? Ah, ne, der geht noch kaputt. Okay, der geht noch kaputt. Aber jetzt Adler gewechselt. Adler immer doch da. Da ist mal schwierig, über welche Seite man reinkommt. Gehe ich über die Seite rein, wo der Adler ist, damit der schon mal weg ist. Denn der hat jetzt die ganze Zeit auf die Truppen gefeuert. Queen ist noch am Start. Single Inferno. Und der geht aber auch... Ah, der schafft aber nicht mehr ganz beide Drachen. Okay. Aber die Queen kann er noch zünden. Muss er gleich auch zünden. Damit er noch ein paar Mädels mehr mit im Feld hat. Man jetzt nicht so viele, weil der Minenwerfer noch einmal geschossen hat. Und der da hat ein bisschen Lack gehabt, glaube ich, jetzt gerade, dass der Adler nochmal sein Ziel gewechselt hat auf die Queen. Die ist hinüber und der Drache schafft es. 3 Sterne. Gut gemacht. Okay, mal sehen, ob wir auch 3 Sterne holen heute. Müssen wir mal gucken. Und zwar habe ich noch 2 Angriffe über. Ihr seht, der Gegner hat noch gar nicht angegriffen. Warum auch immer. Und wir sind... Ich wollte gerade sagen, wir steigen noch auf. Warum sind wir jetzt nur noch Dritter? Ich dachte, wir steigen auf. 2,38. Der Clan dort ist schon durch. Nee, der hat... Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wir spielen gegen den Clan. Den arabischen Clan dort. Clan Level 15. Ach, das ist der hier unten. Ja, okay. Wir spielen gerade gegen den letzten. Aber der zweite, ich dachte, wir steigen auf. Ich dachte eigentlich, wir steigen auf. Der zweite ist der. Ach, die sind schon fast durch. 33 Sterne nochmal gemacht. Oh, da müssen wir uns ranhalten. Wir haben aber auch noch 5 Angriffe. Das wird ja eine ganz enge Kiste hier. 5 mal 3 sind 15. 40 Sterne können wir erreichen. Das wird eine ganz enge Kiste, Leute. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Ich habe eigentlich gedacht, wir steigen auf. Vielleicht auch besser so. Ich glaube, beim Clan Free-to-Play ist es wirklich besser so. Den wollte aber nicht attacken. Ich bin jetzt erstmal auf den Schief Barfuß. Und wollte mit denen erstmal dieses Dörfchen hier angreifen. Mal sehen, ob mal meine Taktik aufgeht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass ja eine Base ist so halbfertig hier. Aber nichtsdestotrotz... Ja, wir gucken mal. Das ist die Armee, die ich mir ausgedacht habe dafür. Und das heißt, wir sagen es mal anders. Das ist die Armee, wo ich meine, da könnte man was mit holen. So muss man es ja sagen, ne? So muss man es ja sagen. Okay, here we go. Dann gehen wir da mal rein. Ein paar Heiler dahinter.
Die können sich ruhig ein bisschen aufteilen. Das muss jetzt erstmal weg, damit ich die Helden hier mit dazu setzen kann. Alle Helden bitte. Und go, wir brauchen nicht auf die Clanburg zu gucken. Es gibt nämlich keine. Es gibt keine Clanburg und proaktiv werfen wir hier den Wut mit rein. Sieht noch ganz gut aus. Jetzt der Inferno hier, den müssen wir einmal kurz mal anfrosten. Und dann würde ich sagen, nehmen wir, da ist noch wir nehmen die hier oben. Wir nehmen die hier oben, die Bad Spells mit rein. King gezündet, Queen gezündet. Und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, Leute. Ich froste den trotzdem mal weg, auch wenn es vielleicht unnötig ist. Oh, die gehen jetzt auf die... das wird eine enge Kiste, Leute. Das wird eine ganz enge Kiste. Glaube ich zumindest. Queen, komm. Heil die Queen wieder hoch. Heiler. Ich habe noch Heiler. Keine Luftabwehr mehr da. Also meine ganzen Truppen werden nochmal hochgeheilt. Es sei denn, die fliegen dort jetzt in eine Mine. 1, 9, 20 habe ich noch. Es sieht eigentlich noch ganz gut aus. Die Bowler dürfen jetzt nur nicht so schnell sein. Pekka mit voraus hier Richtung der Queen und das Single Inferno könnte natürlich noch mal ein bisschen böse sein. Müssen wir mal gucken. Glücklicherweise steht er außen. Das heißt, wir müssen nicht noch mal durch eine Mauer haben, noch einen Zauber. Und oh, der Warden hier wieder mitten auf die Kanone gesprungen. Aber ich würde sagen, das sind 3 Sterne. Sah jetzt nicht so gut aus, aber immerhin 3 Sterne sind 3 Sterne. Schmutzig oder nicht schmutzig, können wir noch mal was mit anfangen. Okay, nehmen wir noch mal mit die Armee hier und dann würde ich sagen, war schon knapp. Ja, es geht so. Fast wie im Livestream, ne? Essen, trinken, alles mit dabei. Okay, ich würde sagen, wir gehen ein Dörfchen rüber. Ich muss noch mit dem Alex angreifen hier beim Clan Fitupe. Da bin ich auch in dieser Woche durch. Beim Clan Herausforderer geht es noch eine Woche. Das wäre schlimm. Geht es noch einen Tag. Da sind wir jetzt erst im 6. Krieg. Und eben mal gucken, kann ich noch was verspenden? Oder muss ich eigentlich noch was verspenden? Nee, ich muss eigentlich noch im Nachtdorf angreifen, aber... Das machen wir mal erstmal später mal sehen. Das ist jetzt mein letzter Angriff mit der Truppe hier. Mal gucken. Okay, 3 haben wir schon mal geholt. Alex muss gegen den Kollegen dran hier. Also so sein Gegenüber. Ich mache immer so ein bisschen so die Gegenüber. Sieht nicht ganz so doll aus, aber könnte trotzdem nichts werden. Ich gucke mal. Wir greifen einfach an. Safe Blimp haben wir dabei. Ein paar Drachen. Okay, gehen wir mal rein. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier eigentlich wegblitzen wollte oder will. Aber ich habe wieder 3 Erdbebenzauber dabei. Ich glaube, das wollte ich gar nicht. An der Stelle. 1, 2. Und hier, dann können wir vielleicht noch mal sehen. Ob wir den nicht noch wegkriegen. Wäre ganz schön, wenn wir den noch wegkriegen würden. Ja, kriegen wir noch weg. Okay, alles klar. Den bekommen wir noch weg. Dann gehen wir hier oben rein mit einem Ballon, mit einem bisschen Drache und einem starken Drachen dort. Würde ich mal so sagen. Dasselbe machen wir hier. Wir brauchen ja auf nichts zu achten hier im Moment. Also auch auf keine Clanburg oder so, denn der Kollege hier hat keine. So, ich dürfte eigentlich auch jetzt keinen Feger mehr gegen mich haben. Worden hier mit rein. Und dann geben wir hier mal ein bisschen Gas. Die Helden wollte ich eigentlich woanders setzen. Die sollen hier unten mitlaufen. King und Queen. Ich nehme die jetzt einmal mit rein hier. Wir nehmen jetzt die Blimp mit rein. Ich weiß, die Blimp habe ich jetzt nicht. Ich habe die Blimp jetzt gerade nicht mehr in der Aura des Worden. Aber wir friesen das eben mal weg hier, den auch. Und noch sieht es ganz gut aus, die Luftabwehr. Oh komm, weg mit der Luftabwehr da.
Eieiei, eine Luftabwehr haben wir da unten. Noch unten Single. Ist das ein Single-Inferno? Ach, der brennt mir die ganzen Drachen jetzt weg, wa? Eieiei, das wird auch eng. Luftabwehr stirb. Ach, hier oben ist auch noch ein Drache, so ganz allein. Aber der hat auch kaum noch Trefferpunkte. Wenn der Inferno fällt, dann schaffen wir es. Oh. Entschuldigt bitte, Leute. Huh. Alles klar, 6 Sterne. Läuft beim Toti. Okay. Naja, oh. Kleine Ausrede, er hatte keine Clanburg, aber egal, 6 Sterne sind 6 Sterne. Und neuer Rekord. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr schön. Ich würde die gerne nochmal nehmen für den nächsten Clankrieg. Deswegen verstärken wir die auch nochmal. Echt starke Truppe hier, der Superdrache. Und dann gehen wir, ja, 31. Also noch geht ein bisschen was. 3 Angriffe, 3, 6, 9. Ob es am Ende reicht, hier noch ranzukommen. 9 Sternchen. Angenommen, wir machen jetzt nur noch 3er. Das werden wir nicht machen. Glaube ich nicht. Na, obwohl die offenen Bases, die noch da sind, 3, 6, sagen wir mal, wir machen noch 8 Sterne. 3, 6, 8. 8 Sterne dazu wären 2, 44, 6 dazu 2, 50, 2 dazu 2, 52. Ich würde mal sagen, das wird nichts. Trotz der mehreren Zerstörungen, die wir dann wahrscheinlich haben, wird das nichts, weil der Clan da unten hat noch 2 Angriffe, kann also auch noch 1, 2 Sterne holen. Schade, echt schade. Ach, Mann. Mann. Ich glaube, Tet haben wir in dieser Woche schon gesehen. Ne? Ich wollte wenigstens noch einen Angriff zeigen. Echt sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Gibt's doch gar nicht. Barfuß haben wir gesehen. Zibi. Stück. Oh, der hat sich gesteigert. Alex haben wir auch gesehen. Der hat sich gesteigert, glaube ich. Ein Rathaus 12 hier mit 3er Elektrodrachen. Okay, also auch Luft. Und diesmal kein Rumgeblitze, sondern mit Wutzauber und Fries. Frost heißt es in Deutsch, ja. Eieiei. Ich musste gerade mal so ein bisschen härter. Meine Nase läuft gerade so ein bisschen. Ich will jetzt nicht rumschnuppen, das spare ich mir auf bis nach dem Video. Aber ich muss auch in 7 Minuten in ein Meeting rein, ins nächste Meeting. Ich war in den letzten Tagen in so vielen Meetings, Leute. Das reicht fürs ganze Jahr, kann ich euch echt sagen. Es ist nicht normal. Ich hätte fast gesagt, kommst nicht zum Arbeiten, aber ist ja Arbeit. Und nachdem mein Wochenende ja eigentlich schon zerstört war, ging es Montag gleich weiter mit der Zerstörung. Also es wurde nicht einfacher, nur andere Probleme an anderer Stelle. Und das war also diese Woche hier. Ich hatte ja gesagt, ich streiche das Wochenende aus meiner Liste. Nee, ich glaube, ich streiche den gesamten Anfang März. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ich habe hier immer noch hinbekommen, für euch so ein paar Minuten hier festzuhalten, denn ich wollte natürlich auch mal wieder was abseits der Liga machen, aber Liga ist halt nur einmal im Monat und wenn ich dann in dem laufenden Liga hieraus berichte, dann habe ich das ja auch jetzt nicht jeden Tag gemacht, sondern doch fast jeden Tag, gestern nicht, gestern ging gar nichts und dann seid ihr so ein bisschen mit am Ball hier, wie es hier weitergeht, vor allen Dingen im Clan Herausforderer, da sind wir plötzlich 30 Leute, ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, aber ich denke mal, von denen, die dazugekommen sind, das wären ja 11 dazugekommen, ne? Gehen wahrscheinlich auch gleich wieder 9 oder so, keine Ahnung. Naja, schade, nicht ganz geschafft hier, aber ich denke trotzdem, tolle Woche hier für den Clan Free-to-Play, würde ich sagen, und eigentlich passte die Liga jetzt ganz gut, ne? Ich meine, ihr seht das hier unten, wir haben hier auch mal einen Zehner und den Tag vorher haben wir sogar die letzte B stehen lassen. Nicht, weil wir gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Neuner. Nein, wir haben wieder Angriffe nicht gemacht. Ja, ist natürlich, ja, da sind die fehlenden Sterne, ne? Da sind die fehlenden Sterne. Leute, da sind die fehlenden Sterne. Hier auch noch ein paar zu holen.
Okay, also haben wir sie gefunden. Haben wir sie doch noch gefunden. Naja, egal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir am Ende, das ist jetzt, einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in weiteren Folgen mit mir, dem Thorsten, würde ich sagen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Recht.